Diese Sendung widmet Ihnen Kabel Plus. Zu uns gekommen ist jetzt die Mutter von Alina und Julia, Kerstin Taschler. Herzlich willkommen. Hallo. Ihr seid eine Familie, wo wahrscheinlich Musik sehr groß geschrieben wird, einen hohen Stellenwert hat. Die zwei Mädels sind grandiose Musikerinnen. Wie schaut das bei euch in der Familie zu Hause aus? Welchen Stellenwert hat die Musik genau bei euch? Ja, die Musik spielt eine wesentliche Rolle in unserem Haus. Ich habe vier Kinder, die durften sich alle ein oder haben sich sogar dann mehrere Instrumente ausgesucht und sind dabei geblieben oder haben sie auch verändert. Und es wird immer musiziert, aber was bei uns wichtig ist, eigentlich mit Freude und Begeisterung, wir sagen oft mit Herzblut und weniger mit Druck und mit, ich muss da unbedingt durch, weil ich muss was Bestimmtes erreichen. Jetzt war ja primärer Musiker wahrscheinlich ein Bewerb, der die ganze Familie, ich möchte nicht sagen belastet, aber in Anspruch genommen hat. Wie war das aus der Sicht der Eltern? Oft auch in Anspruch genommen, weil ich habe die Julia Baumann gefragt, und wollt ihr da wirklich wieder mitspielen? Weil ich weiß schon, das braucht immer besonderen Einsatz, viel Geduld und auch von Papa und Brüdern immer ein Ohren abschalten oder kein Fernsehen, weil es ist wieder 3 Stunden Musik und Kratz, Kratz und irgendwelche Übungen. Aber insgesamt macht es dann schon Spaß oder auch Freude, weil es kommen dann so viele Konzerte, Auftritte, neue Stücke. Also es bringt insgesamt so ein großes Plus, dass der Stress eigentlich dann in den Hintergrund rückt. Jetzt ist es ja so, die Alina spielt Klavier, die Julia spielt Geige, man denkt sich, es ist Kunst, Kultur, Hochkultur,
Kunstgenuss, aber es ist auch eine Betätigung, die nicht ganz ohne Gefahrenpotenzial über die Bühne geht. Julia, du hast eine Geschichte zuvor erzählt, einmal abgesehen davon, man sieht an deinem Schlüsselbein die Spuren der Geige, man sieht an den Fingern ein wenig die Spuren der Geige. Ist das ungefähr vergleichbar mit den Burschen in deiner Klasse, die mit den blauen Knien vom Fußballspielen nach Hause kommen? Also wirklich vergleichbar ist es, glaube ich, nicht, weil von den Jungs, die haben ja, ich glaube, denen tut es wirklich mehr weh. Aber ich spüre halt meinen roten Fleck da eigentlich gar nicht. Und am Finger sieht halt sehr doof aus, ich weiß. Aber nicht schlimm für mich jetzt. Aber dir ist ja in den Vorbereitungen zu Prima La Musica im heurigen Jahr etwas viel Schlimmeres passiert. Ja, und zwar hatte ich einen Ellbogenbruch und das ist mir beim Turnen passiert. Weil es ist halt 2 Monate circa vor Prima La Musica passiert. Und es hat mich halt sehr aus der Bahn gerissen, weil ich halt schon so gut war. Und es ist halt so passiert, dass es war so ein blauer Block. Und wir mussten halt einfach drüber springen. Und dann bin ich halt blöd gelandet. Und ja, dann wurde ich halt sofort ins Krankenhaus auch gebracht. Ja, aber dann circa 2 Wochen oder so vor Prima La Musica hatte ich dann keinen Gips mehr. Und dann konnte ich auch wieder üben und irgendwie hatte ich auch manchmal das Gefühl, es ging sogar noch besser. Aber in den Vorbereitungen, als ich noch meinen Gips hatte, musste halt jemand für mich die Geige halten und ich konnte nur die leeren Saiten mit meinem Bogen streichen und ich habe mir den linken Arm verletzt. Und mein Bruder hat mir sogar mal gesagt, dass er die Knöpfe drücken kann, was ich sehr komisch fand, aber ja. Und wie Julia Taschler dieses Problem gelöst hat mit Geige halten, mit einer Gipshand, da schauen wir jetzt einmal kurz hinein, wie das ausgesehen hat. Wir haben es gerade gesehen. Kannst du noch mal kurz beschreiben, wie ist das Gefühl, nur mit einer Hand Geige spielen zu können? Also es ist immer ein sehr komisches Gefühl und man muss sich erst daran gewöhnen. Und es hört sich einfach sehr schrecklich an und man erkennt nicht mal, was es für ein Stück ist. Und ja. Die Knochen sind wieder zusammengeheilt. Wir übergeben die Bühne wieder an Alina und Julia Taschler und wünschen viel Spaß beim zweiten Set der Donaukanal Pop-Up-Konzerte.